Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres veganes Rezept für euch und zwar dieses Mal ein sehr schnelles Blitzrezept. Das wäre eine Zucchini-Pfanne und dafür benötigen wir 500 Gramm Zucchini sowie 300 Gramm Champignons, entweder weiße oder braune, ganz nach eurem Geschmack, was ihr gerne habt. Eine sehr große weiße Zwiebel, ansonsten zwei normal große und eine sehr große Knoblauchzehe, ansonsten auch zwei normale. Zum Würzen darf natürlich Salz und Pfeffer nicht fehlen, sowie Olivenöl zum Anbraten und zu guter Letzt 150 Gramm vegane Creme Fraiche oder vegane Frischcreme. Ich habe jetzt hier 150 Gramm vegane Frischcreme Natur. Könnt ihr auch mit Kräuter nehmen, aber besser schmeckt es dann schon in der Naturausführung. Genauso wie Creme Fraiche, auch ganz normale vegane Creme Fraiche, hat ebenfalls 150 Gramm eigentlich in so einem Becher. Und frische Kräuter können wir auch noch dazu verwenden. Ich werde im Nachhinein dann noch frischen Schnittlauch aus dem Garten holen und Petersilie. Ihr könnt nur Schnittlauch verwenden, nur Petersilie oder beides mischen, so wie ich es mache. Dann gibt das Ganze noch einen besseren Geschmack ab. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir auch schon los. Ist wirklich super schnell zubereitet, ein sehr schnelles Gericht und auch sehr gesund. Erst habe ich die Vorbereitungen gemacht und zwar die Zucchini gewaschen, die Enden abgeschnitten und jetzt zeige ich euch das. Ihr könnt das einfach jetzt in Scheiben schneiden, wenn ihr es größer haben mögt und ich halbiere das aber immer erst gleichmäßig und dann ist es halt ein bisschen kleiner und nachdem ich das halbiert habe, schneide ich das, also drücke ich das zusammen und schneide das dann trotzdem einfach in so ein paar Millimeter Streifen. Könnt ihr aber auch ganz lassen, je nach Größe von der Zucchini, so wie ihr es gerne habt. Meine Zwiebel habe ich klein gewürfelt, die Knoblauchzehe geschält, die werde ich reinpressen, könnt ihr aber auch klein hacken. Und meine Champignons natürlich auch geputzt und auch einfach in Scheiben geschnitten. Das waren auch schon alle Vorbereitungen. In einer Pfanne habe ich jetzt Olivenöl erhitzt und in das erhitzte Olivenöl werde ich alle Zutaten jetzt einfach zusammen machen. Also Zucchini, Champignons, auch die Zwiebelwürfel und die Knoblauchzehe hineinpressen und alles gut ein paar Minuten anbraten. Bei Bedarf immer mal wieder noch ein bisschen Olivenöl dazugeben. Also einfach, ihr braucht eine große Pfanne, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und ja, Olivenöl erhitzen, die Zucchini, Champignons, Zwiebel und den gepressten Knoblauch einfach alles dazugeben. Und jetzt schön anbraten, immer wieder Öl drüber geben, bevor was anbrennt. Und wenn wir das jetzt so 5 bis 7 Minuten angebraten haben, natürlich unter ständigem Rühren. Beziehungsweise können wir das auch jetzt schon ein bisschen salzen und pfeffern. Ich gebe jetzt da schon mal ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Im Nachhinein müssen wir das sowieso noch abschmecken. Etwas Olivenöl noch. Und in der Zeit, während das Ganze jetzt anbrät, werde ich Schnittlauch und Petersilie klein hacken. So, ja, eine Handvoll Petersilie und eine Handvoll Schnittlauch. Ihr könnt auch Tiefkühl verwenden, wenn ihr keinen frischen habt. Dann nehmt ihr einfach so einen Esslöffel Tiefkühl-Schnittlauch und einen Esslöffel Tiefkühl-Petersilie. Ich zeige es euch mal. Es steht ja auch schön angeröstet. Dreht das Ganze jetzt auf niedrige Temperatur runter. Das war alles auf höchster Stufe zum Anbraten. Jetzt runterdrehen. Da gebe ich nun meine 150 Gramm vegane Frischcreme Natur rein. Oder eben die 150 Gramm vegane Creme Fraiche könnt ihr auch verwenden. Das Ganze schön schmelzen lassen. Und jetzt, das Einzige, was wir noch machen müssen, ist jetzt mit Salz und Pfeffer abschmecken. So wie die frischen Kräuter mit dazugeben. Also das Ganze wäre jetzt fertig. Wie ihr seht, ist wirklich ein super schnelles Blitzrezept, auch sehr gesund und sehr lecker. Reicht für zwei größere Portionen oder vier kleine als Beilage, wenn ihr noch etwas dazu gebt. Jetzt nehme ich hier meine frische Petersilie,
so eine Handvoll, wie gesagt. Und den Schnittlauch muss ich noch schnell aus dem Garten holen. Den gebe ich auch noch gleich dazu. Also einfach die frische Petersilie und den frischen Schnittlauch klein gehackt unterheben. Könnt ihr auch tiefgekühlt nehmen, wie gesagt, ein Esslöffel Tiefkühlschnittlauch und ein Esslöffel Tiefkühlpetersilie. Jetzt können wir das Ganze auch schon beiseite stellen und nur noch abschmecken mit Salz und Pfeffer. Ihr Lieben, bei mir ist das fertig. Ich habe den Schnittlauch noch geholt und mit reingeschnitten, mit Salz und Pfeffer noch abgeschmeckt. Und das war es auch schon. So sieht es aus. Es sieht jetzt nicht ganz appetitlich von der Anrichtung her aus, aber es schmeckt super lecker. Ist sehr gesund, sehr schnell zubereitet. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Ihr könnt das Ganze auch als Beilage verwenden, wie gesagt. Und dann ergeben es 4 Portionen, ansonsten nur 2. Große Portionen, ich habe jetzt nur einen Teil drauf gegeben, also so jetzt von der Menge die vierfache Menge. Und ich verlinke unten in der Infobox noch weitere Zucchini-Rezepte. Schaut da sehr gerne vorbei, ich habe ja schon so viele Zucchini-Rezepte abgedreht, vegan. Verlinke ich euch alle unten in der Infobox. Schaut also sehr gerne vorbei, lasst mir auch sehr gerne ein Abo da, darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin!